Hallo Leute, mein Name ist Ulf von Fotoprofi und heute habe ich eine ganz besondere Neuheit von Sony für euch. Das neue Sony FE 50mm f1.2 G-Master Objektiv. Es soll in dieser Brennweite die neue Referenzoptik für Sonys Bajonettanschluss werden und muss sich dazu gegen die bereits ausgezeichneten 50mm Objektive von Zeiss und Sigma beweisen. In diesem ersten Hands-on-Video können wir diesen Anspruch natürlich nicht final klären, aber wir können uns anhand der technischen Daten und der Verarbeitung des neuen Objektivs einen Eindruck von dessen potenzieller Leistungsfähigkeit machen. Fangen wir mit der Haptik und der Gehäuseverarbeitung an. Wie sich für ein Objektiv aus Sonys G-Master-Reihe gehört, ist auch das neue Sony FE 50mm f1.2 Objektiv nach den höchsten Ansprüchen an die Robustheit und Zuverlässigkeit gefertigt. Dabei ist es ja trotz der höheren Lichtstärke von 1:1,2 nicht größer als das Sony Zeiss 50mm f1.4 Objektiv und bringt mit 778 Gramm auch das gleiche Gewicht auf die Waage. An allen wichtigen Stellen wurde das neue Objektiv mit Dichtungen versehen, um es gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser abzudichten. Damit ist das 50mm G-Master perfekt für den Outdoor-Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet. Über den Blendenring am Objektiv lässt sich der Blendenwert bequem in Drittelschritten zwischen 1, 2 und 16 einstellen. Besonders Videografen dürfte es freuen, dass auch bei diesem G-Master Objektiv der Blendenring umgestellt werden kann, damit der komplett ohne Klickgeräusche bewegt werden kann. Kommen wir nun zur Bildqualität und zur optischen Leistung des neuen Sony 50mm f1.2 G-Master Objektives. Hier wurde ein komplett neuer Objektivaufbau realisiert und durch den Einsatz spezieller Linsenelemente eine besonders hohe Schärfenleistung bis in die Bildecken erzielt. So soll das neue Objektiv selbst bei der extremen Offenblende von f1.2 noch eine beeindruckende optische Leistung abliefern, die jedoch im umfangreicheren Test noch bestätigt werden muss. Die Sony eigenen Testergebnisse geben in Bezug auf Bildschärfe, chromatische Aberration und Reflexion jedenfalls schon viel Grund zur Vorfreude. Erreicht wird diese optische Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauform, unter anderem durch drei XA-Elemente, also asphärische Linsenelemente mit einer extrem präzisen Oberflächenform. Diese XA-Linsen verhindern zudem die Bildung von ringförmigen Strukturen in der Hintergrundunschärfe. Sie sorgen also dafür für ein besseres Bokeh, was bei der maximalen Blendenöffnung von f1.2 ein wichtiger Faktor ist. Ebenfalls zur Verbesserung des Bokehs wurde eine komplett neue Blendeneinheit entwickelt. Diese besitzt jetzt 11 speziell geformte Blendenlamellen, durch die bei jedem eingestellten Blendenwert eine kreisrunde Blendenöffnung ermöglicht wird. Durch die Nano AR Coating 2 Vergütung werden interne Reflexion und dadurch die Entstehung von Lens Flares und Ghosting effektiv reduziert. Dadurch kann man das neue Objektiv auch sehr gut in Gegenlichtsituationen einsetzen. Schauen wir uns nun den Autofokusmotor des neuen Sony FE 50 f1.2 G-Master Objektives an. Sony spendiert der Optik gleich 4 lineare XD-Motoren, die für einen schnellen, präzisen und besonders leisen Autofokus sorgen. Ein besonderes Augenmerk muss bei Blende f1.2 durch der daraus resultierenden extrem geringen Schärfentiefe natürlich auf die Präzision des Autofokussystems liegen. Hier arbeiten Sonys Alpha-Kameras der neuesten Generation perfekt mit der Steuerung der Autofokusmotoren des Objektives zusammen und ermöglichen so selbst schwierigste Augenverfolgungen mit scharfen Ergebnissen bei Offenblende. Beim Verfolgungsautofokus spielt natürlich auch die Geschwindigkeit eine große Rolle. Bei extrem lichtstarken Objektiven wie diesem hier haben die Autofokusmotoren viel zu tun, um die deutlich größeren und schweren Glaselemente schnell vor und zurück zu bewegen. Dadurch, dass im neuen Sony-Objektiv jedoch 4 leistungsstarke Autofokusmotoren verbaut wurden, kann der Autofokus blitzschnell reagieren und ist dabei zudem noch ausgesprochen leise. Das dürfte im Videobereich, in dem der Autofokus nun auch immer mehr Einzug erhält, sehr praktisch sein, da Störungsgeräusche deutlich reduziert werden. Für wen kann sich das neue Sony FE 50mm f1.2 G-Master also lohnen? Es kann sich definitiv für alle Foto- und Videografen lohnen,
die eine kompromisslose Bildqualität bei immer noch kompakter Bauweise verlangen und bei extrem hoher Lichtstärke nicht auf die Bildschärfe bis in die Ecken und einen schnellen Verfolgungsautofokus verzichten wollen. Dieses Objektiv spricht also ganz klar ein breites Feld an professionellen Fotografen, aber auch ambitionierten Hobbyfotografen an. Dabei kann man es zum Beispiel ideal in der Porträt- und der Hochzeitsfotografie und Videografie einsetzen. Aber auch im Lowlight-Bereich, in der Street- oder Städtefotografie kann man von den Eigenschaften dieses Objektivs profitieren. Das neue Sony 50mm f1.2 G-Master Objektiv wird ab April verfügbar sein und zum Start liegt der Preis bei 2299 Euro. Ob das neue Objektiv das Richtige für euch ist, könnt ihr dann gerne bei uns vor Ort ausprobieren. Viel Spaß dabei und bis bald, euer Ulf.